Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Classic Season of Discovery mit Rinora und mir. Hallo, schön, dass du wieder da bist. So, wir haben die Tour beendet. Wir sind wieder in Sturmwind am Greifenmeister. Hier können wir jetzt die. Das Licht mit euch. Seid vorsichtig. Ja, die Quiste von Ostrix oder wie auch immer. Ziehe den Ehrenfreund. Und haben ein Level. Super. Mut eingreifen, Ritter Speerkuppe. Ja. Guck mal gerade, was wir jetzt lernen können. Haben wir noch Kohle? Ne, wir haben keine Kohle mehr dafür, ne? Guck mal. Ja, psychischer Schrei krank. Ah, Krankheiten heilen wäre aber schon nicht schlecht. Göttliche Pein, Erneuerung. Oh. Guck mal hier. Nee, kann man nicht mehr hin, ne? Die 48 kann man nicht hin. Oder wir machen ein paar Quests. Ich glaube, Krankheiten heilen und psychischer Schrei gehe ich nochmal eben lernen. Das ist zwar jetzt blöd, ich hatte damit eigentlich nicht gerechnet, dass ich jetzt ein Level-Up dadurch kriege. Hat aber auch nicht auf die XP geachtet. Ja. Hätte mir auffallen können, dass ich da scheinbar kurz vom Level-Up war. Gut, wir haben einen Punkt zu vergeben. Ich habe mir überlegt, ich skill jetzt einfach mal während der Levelphase hier einfach erstmal in Heilig rein. Zum Endgame hin. Die Musik ist sehr laut. Ne? Ich habe ein bisschen lauter gedreht, die Musik. Ich hoffe, ich bin immer noch gut zu hören. Ich habe es getestet. Ich finde ja. Aber, ja, ich wollte halt ein bisschen mehr Hintergrundmusik haben. Manchmal war das so still. Jetzt in der Stadt ist es natürlich dann doppelt laut. Ja, ich habe jetzt gesagt, ich teste das jetzt erstmal in der Levelphase und zum Ende hin kann ich dann immer noch umskillen, wenn da die andere Skillung mehr Sinn macht. Aber ich finde halt, ich kenne die Heilig-Skillung noch von Retail und da war ich immer gerne heilig geskillt. Also ich weiß jetzt nicht, warum hier die optimale Skillung soll Diszi sein. Aber wie gesagt, ich bin da eigentlich an, aber ach Quatsch, der Priester, ist der da oben? Ist der Priester? Ja, du bist ein Priester. Schönen guten Tag. Das passt. Also ich würde auf jeden Fall gerne Krankheiten heilen, ja. Göttliche Pein. Erneuerung. Den Dings kann ich jetzt nicht, der psychische Schrei, den lasse ich einfach weg. Das ist ein 4. Damit kann ich Gegner durch die Gegend vieren. Ist meiner Meinung nach sowieso nicht so ganz so sinnvoll. So, pass auf. Jetzt macht noch ein Schild, haben wir Rang 2. Ja, Seelenstärke haben wir auch. Ja, haben wir Seelenstärke haben wir Rang 2, das haben wir letztes Mal schon gehabt. Erneuerung haben wir, glaube ich, neu. Ja, genau. Rang 2. Wunderbar. Geringes Heilen müssten wir Rang 3 haben. Göttliche Pein haben wir neu. Ja, Rang 3, genau. Krankheiten heilen brauchen wir uns nicht reinziehen, weil wir haben die Cursive. Da gehen wir jetzt einfach mit Linksklick. Guck mal, sie wünscht sich schon Carsten, aber es gibt halt nichts zu heilen. Das steht auch da. Mit Linksklick heilen wir Krankheiten. Das heißt, mit Rechtsklick werden wir dann später, ich weiß nicht, ich glaube Magie war es. Magie entfernen. Göttliche Pein, Krankheit, Erneuerung. Erneuerung habe ich reingezogen, göttliche Pein habe ich reingezogen. Und mehr hatte man nicht. Wunderbar, also Krankheiten reinziehen brauche ich nicht. Oh, das ist ja ziemlich cool. So. Ich glaube, den inneres Feuer, warte mal. Würde ich mir, glaube ich, auch noch mal hier hinlegen. Zauber. Mittlere Taste. Zeug, lokale Tastenzuweisung. Kein Markenplatz benötigt. Geil.
was auslösen. Findet Schmuckstück auch außerhalb vom Kampf. Findet Schmuckstück auch für Hots. Findet gegebenenfalls angelegte Schmuckstücke automatisch, sobald diese bereit sind. Findet das obere Trinket, ja, wir haben auch keine Trinkets, Hände. Zündet automatisch den Instant rechts. Inneres. Mal gucken, können wir mal probieren. Inneres Feuer. Player Unit, ja. Der müsste den theoretisch jetzt automatisch zünden. Wenn ich den wegklicke. Was auswählen? Zündet automatisch den Instant rechts. Den Spruch ein. Smart Cast. Buff. Ohne Buffs automatisch nachzubuffen, nur außerhalb des Kampfes. Automatische Wiederbelebung toter Spielfiguren außerhalb des Kampfes. Moment, ich bin falsch gelaufen. Wieso bin ich im Park? Nee, das wollte ich nicht. Ich muss mich mehr mit diesem Add-on beschäftigen, ne? Das ist. Hier, guck mal hier, inneres Feuer. Zeigt das Fehlen des Buffs durch die Balkenfarbe an. Zeigen wir mal so, warte mal. Was macht das hier vorne? Ich weiß es nicht, ne? Sicher, was das jetzt hier macht. Welche Taste ist das hier? Inneres Feuer. Das ist jetzt die Taste, ja, aber ich kann nicht alle Tasten davon hier. Ding belegen. Vor allem, wie mache ich das nochmal, dass ich. Ah! Hier, warte, so will ich es haben, genau. Pass auf, den nehme ich da raus. Das nehme ich auch mal da raus. Weißt du, dann nehme ich nämlich zum Beispiel das STRG mit rein, STRG. Und dann mittlere Maustaste mache ich jetzt. Macht Wort ja, so. Seelenstärke. Ja, dann machen wir linke Maustaste. Nein, inneres Feuer. Ja, und jetzt muss ich STRG gedrückt halten. Hier drauf. Mal stehen. STRG gedrückt halten, den. Der mittlere Maustaste macht er jetzt nichts mehr. Das ist gar nicht so verkehrt, denn das würde ich glaube ich, wenn ich jetzt nicht mit online stellen, das ist ein bisschen doof, aber jetzt würde ich hier hin, warte mal, das hier weg, Erneuerung, ja, die würde ich auf die mittlere Maustaste legen. Ja, da komme ich einfach besser dran, glaube ich. Finde ich besser, finde ich glaube ich besser, denn STRG sind Buffs, ja, ja, finde ich gut, glaube ich. Ich glaube, das finde ich gut. So. Was machen wir als nächstes, meine Lieben?
fliegen nach Westfall, genau, wir fliegen nach Westfall zurück. Wir haben verschiedene Quests angenommen. Ich wollte mir eigentlich die Materialien mit meinem von meiner Bank schicken. Ich habe das aber tatsächlich vergessen. Was kann ich für euch tun? Und da ich aber weiter aufnehmen möchte, machen wir das jetzt einfach. Dann wird halt ein bisschen gegrindet. Oh. Von der Arbeit gerade eben gekommen, bin ein bisschen kaputt. Muss mich gerade mal kurz strecken. Während die laute Musik von Sturmwind mal wieder mein Sprechen unterbrochen hat. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das jetzt vom Ton her passt, auch ob das in der Hauptstadt vom Ton her passt, mit meiner Stimme dazu, ob die jetzt zu leise ist, ob der Ton zu laut ist, wie auch immer. Bitte mir auf jeden Fall sehr mithelfen. Aber ich finde es gut, so ein bisschen stimmungsvolle Musik im Hintergrund zu haben. Da sind wir schon wieder in Westfall. Ich glaube, das ziehe ich mir jetzt mal so ein bisschen hier runter. So, hier drüber vielleicht. Aber jetzt wird es relevant halt, ne? Haben wir hier. Achso, stimmt, wir haben ja die eine Quest noch. Aber was haben wir denn da noch zu annehmen? Haben wir jetzt ein Level erreicht, dass wir da was annehmen können? Bruderschaft der Devias, ja, tatsächlich. Grüße. Ziehe den Ehrenfreund. Möchte, dass ihr in Seen. Oh, das nicht ja, sehen. Das ist ja so eine Reisequest. Muss ich jetzt mal das Seenheim wieder zum Glück den Flugzeug da geholt. Auf dann. Das machen wir aber nicht jetzt. Schönen Tag. Sehr gut. Ich glaube, ich finde es zu laut. Ich drehe mal leiser. Dann haben wir ja mitten im Video quasi. Immer 40%. Dann haben wir mitten im Video quasi diesen Sprung, diese Veränderung. Dann kann man ja danach sogar noch besser bewerten, eigentlich. Wie das genau vonstatten geht. So, jetzt suchen wir uns ein paar Gegner. Schauen wir mal, wie gut wir mit Heilig hier vorankommen. Ich möchte eigentlich nicht umskillen. Aber wir sind auch Level 14 wie die da. Schauen wir mal, die paar Geier da machen. Stimmt, wir haben den Zauberstab jetzt. Machen wir mal den Zauberstab schön drauf. Okay, ich wollte gerade sagen, der muss es automatisch machen. Ja, jetzt bei jedem Treffer geht das innere Feuer runter. Dadurch wird halt die Rüstung verringert, aber das ist ja nicht so schlimm. Da haben wir schon ein sehniges Geierfleisch, wunderbar. Das dauert natürlich mit dem Zauberstab noch länger, weil wir den auch nicht gespielt haben. Yes. Perfekt. Kam leider nichts raus. Ja, ja, wunderbar. Sieht ja ganz gut her, ich lasse schon einen Heiler. Oh ja, das hast du doch absichtlich gemacht, Mensch. Zauberstab ist halt, der verbraucht kein Mana, ne? Da können wir schön reinhauen, ohne Mana zu verbrauchen. Und wir recken sogar dabei noch. Also das ist so ein super Nebeneffekt. Ja, die droppen wieder super legendär.
kriegen wir aber gut Schaden, oder? So, hier haben wir mal schön hot. Dann tun wir mal ein bisschen Mana regenerieren. Das ist gleich der Buff ausgelaufen. Da bin ich mal gespannt, ob der gleich automatisch nachgecastet wird. Also diese Sachen droppen generell, dieses Fleisch und sowas droppt sehr schlecht. Das ist leider normal. Müssen wir normal runterspielen hier. So. Ja, man sieht es wieder, ne? Aber auch in letzter Zeit das Gefühl, seit dieser 100% Buff ist, dass die Sachen noch schlechter droppen. Weil die dann irgendwie gar nichts drin haben. Normalerweise hatten die immer irgendwas drin, ne? In den Sachen, die man brauchte. Und mindestens so der dritte, vierte, fünfte, den man gekillt hat. Aber die haben ja gar nichts drin, ne? Die haben ja nicht mal die Sachen, die man nicht braucht. Aha, jetzt hat er Sachen, die man nicht braucht. Man muss nur meckern. Das ist das Blöde halt, dass man nach jedem Mob regenerieren darf. Fleisch, wunderbar. Wofür er stirbt. Also tatsächlich, so wie der sich verhält. Ja, alles. Nehmen wir mal einen Zauberstab zur Hand. Du darfst auch den Zauberstab wieder benutzen. Super. Ach ja. Jetzt automatisch gecastet wurde oder bleiben wir jetzt auf einem stehen? Da ist das letzte Geierfleisch, wunderbar, das brauchen wir schon nicht mehr. Von den Schweinen brauchen wir mehrere Dinge. Einfachzahnstauzen haben wir auf jeden Fall schon mal. Nutzt mal die Sachen an Seite, weil es kann passieren, das ist das Blöde daran, wenn man ja so viel sammeln muss, es kann passieren, dass man die aus Versehen verkauft. Die Sachen.
sonst die Quest baut. Deswegen muss man da aufpassen. Jetzt muss dieser Magier sich immer dieses Schwein auch noch holen. Guck mal, die Zauberstäbe haben schon richtig gut geskillt hier. Was haben wir jetzt mit Zauberstab? 64 von 70, da sind wir schon fast durch. Da ist wieder was gedroppt. Da ist direkt da runtergegangen. Ich weiß nicht, ich glaube, die müssen wir auch verwahren. Die kannst du auf jeden Fall kochen. Ach, guck mal hier. Schöne Armschienen. Nice. Eber die Därme brauchst du, glaube ich, auch für irgendwas. Ich bin nicht mal so sicher, aber das, was sind wir hier? So, weg damit, Tschüssikowski. Hier ist auf jeden Fall kein Getreide, sagt er. Die Schweine kriegen wir noch woanders, die kann man woanders holen. Ja, ja, finde ich tatsächlich an dieser Position sehr gut. Sind auch, wie man sieht, auch so mit drin mal vertreten. Da ist noch ein Schweinchen. Ah, die Greiferzahnleber brauchen wir noch. Was die Schnauzen haben wir jetzt? Ein Hortler. Ein untoter Magier. Da gab es keine Greiferzahnschnauze. So. Aber wieder nicht das Richtige. Das ist halt das Blöde daran, ne? Das kann jetzt öfter passieren. Schauen wir mal. Ach, guck mal, da ist noch ein Schweinchen. Die Schweinchen, habe ich das Gefühl, droppen sowieso die Dinger sehr schlecht. Und mittlerweile treffen wir das Schwein auch sehr gut, finde ich. Den Zauberstab. Eberfleisch. Kojoten braucht man noch nicht. Hier brauchen wir auf jeden Fall die Erntegüter. Erntegolems. Wenn man den schon zweimal gecastet hat, aber ist das halt so. Das Richtige dabei. Achso, das kann ich auch nicht casten. Ich vergesse so wie immer jedes Mal wieder. Waffen, du sollst heilen! Warte mal, ich muss den hier einsetzen. Er soll auf STRG, soll der mich buffen, aber nicht auf mich. Ich hab jetzt das normal reingeklickt.
Okra-Schote, wunderbar. Warum? Jetzt krieg ich einen Hot. Er hat doch gerade eben gebufft, oder habe ich mich verguckt? Ich bin mir da ziemlich sicher, dass der mich gebufft hat, nicht gehottet hat. Da muss man drauf achten, wenn das so im Kämpfen so unzuverlässig ist, dann kann ich das für eine Instanz oder für einen Raid nicht gebrauchen. Aber vielleicht habe ich mich auch verguckt, vielleicht war es meine Schuld, ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe es vielleicht nicht richtig beobachtet. Hast du das immer wieder, obwohl ich weiß, dass es gar nicht drauf geht. Muss ich in Seenheim machen, genau. Wir sind halt noch ein bisschen stark, ne? Ich hoffe, was jetzt hinter mir keiner auftaucht. Und ich muss nach den Säcken Ausschau halten, nach den Getreidesäcken. Ja, sehr gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, ne? Hm. Ich hab eine Idee. So, kleines Bildchen hier. Warte. Steht da natürlich Erntekohlen drüber. Das ist, warum blendet er den Namen nicht aus? Warte. Achso. Ich angesiedelt habe, deswegen. Oh, schön die erledigt. Die Erntegolems. Finde ich gut. Ja. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Weg der Nächste. Dieser Okra-Shooter war auch sehr unzuverlässig, oder? Bilde ich mir das ein. Bekommen jetzt gerade. Ah ja, okay. Meinst du, dass ich hergestellt habe, ist besser? Ja, das ist jetzt die Frage. Warum muss hier schon wieder einer auftauchen, der jetzt genau hier an derselben Stelle die Quest macht? Ich meine, du kannst es nicht verhindern. Ne? Es ist halt so.
Aber trotzdem, warum machen die das immer genau an der Stelle, wo ich gerade am Questen bin? Nein, du brauchst mir nicht helfen. Ein Paladin gewesen, hätte mich auch buffen können. Hat er nicht gemacht. Einfach von mir. Hat Pech gehabt. Er hat schon wieder gebufft. Oder ist das vielleicht die Automatik, dass er das macht? Wenn wir, da muss ich mal drauf achten. Wenn wir wenig davon haben, dass er das automatisch ausführt und mich trotzdem hottet, dann wäre das natürlich in Ordnung, wenn das so wäre. Manchmal klicke ich drauf, man muss eigentlich nur einmal draufklicken, dann muss er das dauerhaft machen, bis der Gegner besiegt ist. Aber manchmal klicke ich drauf und der macht das einmal und dann macht er es nicht mehr. Dann muss ich wieder draufklicken, ganz komisch. So. Very ungeil. Schaut habe auch. Ich glaube, hier, von den Erntebehütern müssen wir 20 Stück töten. Die sind aber noch ein bisschen stark. Ich meine, man sieht ja auch, die sind sowieso schon stark. Aber die Erntebehüter sind noch mal ein Stück stärker als die anderen. Da steht ein Getreide, sagt er. Da brauchen wir mal 8 Stück. Da könnte noch einer stehen. Hier rechts könnte noch einer stehen. Die stehen halt hier überall. Sieht halt auch an den kleinen Zahnrädern. Naja, das hat schon einer geholt. Hier hat auch einer geholt. Vorne könnte noch einer stehen. Auch schon einer geholt, scheinbar. Die Greifer zahlen Schleuzlein. Schon ist nochmal auch komplett. Wunderbar. Ja. Da muss ich nachher auf jeden Fall mal durchgehen, bevor wir da irgendwas machen. Brauche ich nur die Unkraschote fangen. Taschen oder holen gehen. Da ist noch ein Schweinchen. Ich habe kein Ziel. Hä? Hab ich den nicht im Target gehabt? Jetzt hab ich den im Target gehabt. Gehen wir da hoch. Da oben gibt es nämlich diese Taschenuhr. Meine, die wäre hier irgendwo. So ein Kleiderschrank. Und hier noch ein Schweinchen mit. Zack. Jetzt macht es weiter, wunderbar. Da haben wir eine Greiferzahnleber, eine nette Axt. Da ist noch ein Säckli.
Eulengras kann ich noch nicht abbauen. So, ich glaube, ich muss hier rein und den Schrank suchen. Ich kann das jetzt nicht plündern. Ich kann das jetzt nicht plündern. Die da drinnen hängt. Ja. Das Inventar habe ich auch noch. So, die Leute hier wieder kommen, die Taschenuhr, genau. Der Kompass ist an einer anderen Stelle. Taschenuhr war es hier. Rote Leinen-Kopfbücher. Mal wieder. Ich glaube, es gibt so eine bessere Stelle dafür. Ich meine, da gibt es eine bessere Stelle dafür. Ah, guck mal, da in der Mine haben wir scheinbar auch eine Rune. Twisted Fate. Können wir mal gucken gehen. Vielleicht finden wir auch so raus, was wir machen müssen. Ding geholt. Missing Fire. Was passiert, wenn ich jetzt nicht waffe? Ah, ja geil. Riecht automatisch, das ist cool. Vielleicht auch nicht. Ja, auf jeden Fall auch die Dinger machen. Eine kleine Abkürzung. Da stand der kleine Kobold im Weg. Kobold Butler. Er holt seinen Freund. Natürlich, den kann ich jetzt mal vollcasten. Und dann würde ich sagen, mit diesem Endkampf hier. Verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst das Däumchen nach oben nicht. Der kriegt so einen Flug reingedrückt, damit er nicht wieder den nächsten holt. Vergesst das Däumchen nach oben nicht. Kommentiert fleißig und falls noch nicht geschehen, abonniert den Kanal. Würde mich sehr freuen und hilft mir. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Hier ist ja richtig was los im Gang. Bis zur nächsten Folge. Ciao.